was ist hier los? Hey, Max, die Lage spitzt sich zu. Was ist los? Sag dir ehrlich, Bro, was hier passiert, ist nicht mehr normal. Hey, yo, Leute, Crymix hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft auf der YouTube-Insel, Leute. Was geht ab, ihr Paul Berger? Und Leute, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Der Tag, an dem ein Crymix der Bürgermeister von Paul Berger Hills geworden ist, Leute. Ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr das Video hier seht, gestern in meinem Stream gesehen, Leute. Die anderen sind immer noch am Stream. Ich nehme das Video hier nämlich direkt nach dem Stream auf, Leute. Und zwar, wir wurden der Bürgermeister von Paul Berger Hills. Wir wurden als Bürgermeister erwählt. Timmy wurde als Präsident der gesamten YouTuber-Inseln gewählt, Leute. Stani ist richtig sauer, weil er nicht gewählt wurde. Also es ist richtig Chaos, Leute. Ich habe hier natürlich als Bürgermeister angefangen, etwas mehr das Straßensystem auszubauen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch gleich mal fertig bauen, Leute. Hab hier endlich mal eine Straßenanbindung zu unserem Haus gebaut. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall hier als offizieller Bürgermeister von Paul Berger Hills darum kümmern, dass hier in der Stadt immer alles rund läuft, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Candy ist auf jeden Fall Vizebürgermeister. Der hilft mir ja alles zu bauen. Der hat jetzt hier auch angefangen, das Stadthaus mal zu bauen, Leute. Das Rathaus. Oh, Leute, Wives Villa wird auch langsam fertig, Leute. Wir fliegen da mal hoch. Oh. Yo, yo. Yo, oh, Wife. Au. Was geht? So, warte mal, ich komm mal runter. Weißt du eigentlich schon, dass ich der neue offizielle Bürgermeister von Paul Berger Hills bin? Alter, okay, was? Hey, Candy jetzt gar nicht mehr? Candy ist Vizebürgermeister jetzt. Ah, okay. Timmy habe ich gesehen, dass der jetzt Präsident ist. Aber. Und ich wurde vom Präsident Timmy hier zum Bürgermeister von Paul Berger Hills erwählt. Na, Herr Bürgermeister, dann hallo. Ja, ja. Und zur Feier des Tages habe ich heute in meinem Casino, jeder Bürger von Paul Berger Hills hat ein Freispiel und der Gewinn wurde auf 4 Diamanten erhöht. Oha, ja dann let's go. Willst du direkt mal spielen? Ja, sofort. Dann let's go. So, natürlich kriegt auch jeder Bürger hier ein Freispiel in meinem Casino heute zur Feier des Tages. Und wie gesagt, die Diamanten wurden auf 4 erhöht, Leute. Und auch nur heute auf 4 erhöht. Also ab morgen gibt es dann nur wieder 3 Gewinn, dass du Bescheid weißt. Okay. Dann würde ich sagen, Mama, ist hier noch ein Diamant drin? Nee, du kriegst natürlich dein Freispiel. Ich hole einen Diamanten. So, also wenn du jetzt gleich gewinnst, dann heißt das 4 Dias. So. Okay, hier hast du. Sehr gut. So, ich muss den einwerfen, ne? Genau, reinlegen und auf den Knopf drücken. Okay, bereit? Ja. Oh, bitte Gott. Let's go. In Paul Berger Hills sind ja alle Leute reich. Oh mein Gott! Er gewinnt! Oh mein Gott! Krass. Let's go! Chi zu dem Double Chi. Bro, insane. Okay, geil. Ein Spiel mache ich noch, okay? Dann mach noch eins. Investier noch ein. Bist ja sowieso im Plus. Let's go. 3 im Plus. Das ist sehr geil. Und? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Doppelgewinn! Was? Krank. Hä? Okay, ich muss noch eins machen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Leute zweimal hintereinander gewonnen haben. Oh mein Gott. Digga, und jetzt stellen wir einen Rekord auf für 3. Das ist krank, Digga. Komm schon. Oh, okay. Schade. Aber trotzdem heftig. Oh, Bro, das wäre krass gewesen jetzt. Sehr, sehr heftig. Ja, dann trotzdem einfach 6 Dias plus. 6 Dias plus. Danke, danke. Beschweren kann man sich da eher weniger. Da kann man sich weniger beschweren. Okay, gute Vibe, ich muss weiter. Ja, ich wünsche dir was. Alles klar. Da danke, ich jetzt Bürgermeister. Natürlich auch der neue Bürgermeister hier bin, gibt es denn irgendwelche Wünsche, Änderungsvorschläge, irgendwas, was Sie sich hier von Paul Berger Hills erwünschen und so? Ja, schon. Warte, kommen Sie mal mit nach vorne. Ich will kurz mal eine Sache zeigen. Moment. So, und zwar, guck mal, wenn man jetzt auf den Berg hochguckt, ne? Ja, ja. Ich habe richtig schön Bäume platziert, überall, die leuchten auch nachts, alles mit Fackeln. Stark. Aber Amir, sein Berg ist so richtig kahl und nichts. So, sieht so kalt und leer aus. Okay. Denkst du, die Hills könnte man noch, also da könntest du Amir mal sagen, ob er da vielleicht so ein paar Bäume platziert? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall noch nicht alles fertig in meinem, ach, da warst du vorhin leider gar nicht da. In meinem Wahlprogramm war auch wirklich drin Naturschutz. Ich will hier noch mehr Terraforming machen, alles schön grün bepflanzen. Also so wie es bei deinem Haus aussieht, quasi komplett ringsrum soll alles mit Bäumen hier voll sein. Boah, sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall geplant, ja. Das wird ein Angriff. Ja, okay, also wenn wir das machen, ich kann auf jeden Fall auch helfen. Ja, also das heißt, dein Wunsch ist mehr Bäume, sage ich mal. Ja, generell auch hier unten so. Ich glaube, hier kann man noch so schöne Sachen machen. Ja, hier die Straße, die habe ich heute auch mal ein bisschen ja verschönert mit Bordstein und so. Das, auch schon sehr jetzt geil. Sind hier andere Seiten aufgezogen, ja. Der alte Bürgermeister ist weg, jetzt wird hier alles richtig schön gemacht. Ja, okay, okay. Super. Und natürlich immer noch steuerfrei hier in Paul Berger Hills. Ja, deswegen bin ich auch hier, ne? Ja, also, ja. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Okay, gut, dann wünsche ich dir was. Tschüss. Auch rein, Bro. Tschüss. So, Leute, also auf jeden Fall, Wife, ein zufriedener Mitbewohner in
den Paulberger Hills oder Einwohner in den Paulberger Hills. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir fliegen mal kurz rüber nach Lazytown, Leute, weil ich will mal noch kurz fragen, wie es bei Stani aussieht. Der hätte mich nämlich auch im Stream gefragt nach einem Grundstück auf den Paulberger Hills. Oh, das sieht auch schön aus hier mit dem Laubrand hier. Das sieht richtig gut aus, die Autobahn. Weil der ist gar nicht mehr zufrieden hier auf der Insel, jetzt wo Timmy der Präsident geworden ist. Stani! Stani, wo bist du? Ach Leute, er ist bei seinem neuen Grundstück auf Paulberger Hills oder was? Oh, da flitzen wir mal schnell hin. Ich habe ihn jetzt ja bei seinem Grundstück auf Lazy oder in Lazytown gesucht. Aber ich habe ihm ja hier hinten das Grundstück zugeteilt. Oh, oha, er baut sich sogar hier schon auf. Jo, was los? Ey, Stani. Ja? Alter, du hast ja hier richtig was vor. Ja, ja, ich baue hier mein automatisches Sortiersystem. Alter, krass. Und eine Villa musst du auch hier bauen. Eine Villa baue ich hier auch, ja. Das ist schön zum Stadtbild. Automatisches Sortiersystem. Okay, okay, cool. Das Größte der Stadt. Das ist richtig gut. Du, Stani, ich wollte dich natürlich auch, da ich jetzt heute der Bürgermeister geworden bin von Paulberger Hills, wollte ich auch dich begrüßen hier erstmal recht herzlich in der Gemeinde. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du hast, was du dir wünschst hier von der Gemeinde? Ja, das Timmy-Verbot wünsche ich mir. Timmy-Verbot, ja. Timmy und Lofty-Verbot. Das wird sehr schwierig. Gegen den Präsidenten! Das wird schwierig umzusetzen. Gegen den Präsidenten! Okay, okay, ja, ja. Mal schauen, was wir da machen können. Und gibt es noch was anderes, was du dir so von der Stadt wünschst? Unterstützung. Unterstützung. Okay. Ja, du Stütze will ich wünschen. Okay. Stütze. Also, ich dachte mir vielleicht auch, dass du dir wünschst, dass dein Haus oder dein Grundstück ans Straßennetz angeschlossen wird. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Das kriegst du auch. Und hast du schon mitbekommen, dass zur Feier des Tages in meinem Casino heute 4 Diamanten Gewinn sind? Was? Ja, das wurde aufgestockt, aber nur heute. Boah, dann werde ich jetzt gleich mein ganzes Geld verzocken gehen. Und ein Freispiel bekommst du auch von mir. Nein. Aber du kannst, wenn du willst, das direkt einlösen. Ja, ich sag dir ehrlich, weißt du, warum ich hier hingegangen bin bei Paulberger Hills? Das ist Steueroase hier. Ja, Bro, der Präsident Timmy will ja Steuern einführen. Ja, Bro, Steuern am Ende. Bro, guck mal, hier hast du eine richtig schöne Wohngegend und niemand nervt dich, keine Steuern zahlen und so. Das ist hier... Ja, außer ich hoffe, dass SUS-Tiere nicht hier rüber stinken werden. Oh, da werden wir aber auch eine Lösung finden, falls das der Fall sein sollte. Ja, wenn ich welche in eine Mauer ziehen oder so. Ja, wir machen ja eh, jedes Grundstück muss eh noch mit Bäumen umrankt sein, damit das alles naturbelassen aussieht. Die werden bestimmt auch ein bisschen Geruch abhalten, ne? iCrimex für Bürgermeister! Okay, na gut, dann störe ich dich mal nicht weiter. Dann viel Spaß und wenn was ist, kannst du immer zu mir kommen. Danke, du bist echt der beste Bürgermeister! Danke, tschüss! Ehrenmann, man muss natürlich auch immer gut zu seinen Bürgern sein, damit die einen auch gegebenenfalls nochmal wählen, falls nochmal Wahlen anstehen. Was ich jetzt aber auf jeden Fall, wie gesagt, hier noch machen will, ist hier die Straße noch fertig bauen. Und dann könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, Leute, was sollen wir als nächstes hier bauen? Also ich würde auf jeden Fall gerne den Hafen hier noch krasser bauen. Es muss ja noch eine komplette Stadtmauer um Paulberger Hills gezogen werden. Also wir haben auch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ist ja kein Problem, Leute. Wir haben ja Zeit. Die anderen, die Mitbewohner können ja vielleicht auch ein bisschen helfen. Die anderen Einwohner. So, dann haben wir auch direkt hier noch ein bisschen schön Stein brennen lassen, Leute. Können wir auch mal mitnehmen. So, 48 grauen Beton haben wir jetzt noch. Ist nicht so viel, aber uns ist leider der Sand ausgegangen. Ja, ihr habt vielleicht gerade schon gemerkt, dass Stani nicht so gut auf den Timmy zu sprechen ist, der jetzt der neue Präsident ist. Weil Stani wollte ja auch unbedingt Präsident werden, wurde aber leider nicht gewählt. Also ich habe für Stani natürlich abgestimmt, aber irgendwie wollten da mehr Leute, dass Timmy der Präsident leider ist. Ist schade. Und jetzt ist Stani natürlich traurig und will jetzt hier gar nichts mehr mit Lazytown zu tun haben. Wohnt jetzt auch hier in den Paulberger Hills. Aber ganz ehrlich, Leute, die Stadt sieht sowieso hier viel schöner aus. Das ist so nice hier. Das ist so schön. Also ich werde mich als Bürgermeister von Paulberger Hills natürlich dafür einsetzen, dass es hier immer alles richtig gut aussehen wird. War auf jeden Fall ein gutes Argument von The Wife, dass wir hier noch viel mehr Bäume pflanzen, damit das hier mehr vollgepflanzt noch ist. Lofty muss sein Haus unbedingt mal... Ey, wisst ihr was? Ich werde jetzt Lofty hier ein Schild hinsetzen. Baue dein Haus schöner, sonst wird es gefändet. LG Bürgermeister. So, weil wenn Lofty sein Haus hier nicht mal schöner baut, dann wird es gepfändet und von der Stadt eingezogen, Leute. So sind halt jetzt hier die Regeln. Das ging vielleicht noch, als Candy Bürgermeister war, aber jetzt, wenn iCrimex hier der Bürgermeister ist, Leute, dann wird hier auch alles richtig schön aussehen. Dafür werde ich sorgen. Oh, warte mal. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Eimer hier, dann könnten wir Lava holen. Wir gehen uns mal schnell die Eimer aus unserem Keller holen, weil dann können wir da richtig schön Lava holen, damit der ganze Stein auf einmal
schneller brennt, Leute. Wir sollten uns auch mal irgendwas überlegen, damit wir besseres Essen essen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, nur Karotten zu essen. Es dauert ja mal richtig lange, bis man da voll aufgeladen ist. Jetzt fliegen wir da hinten schnell in die Wüste und gehen uns Sand holen, Leute, damit wir noch mehr Beton machen können. So, Leute, wir sind wieder zurück, haben schön ein bisschen Sand geholt und die Lava mitgenommen. Oh, ey, das Problem ist nur irgendwie der Server hier, Leute, der lädt so total langsam irgendwie. Die Chunks kommen gar nicht hinterher, wenn man fliegt. So, das war echt, ich bin ein paar Mal fast gestorben, weil ich irgendwo dagegen geflogen bin mit der Elytra. Da muss man echt aufpassen. Zack, zack, zack. Okay, haben wieder schön alles auf Lager. Machen wir erstmal schnell die Lava-Eimer hier noch rein, damit hier schon mal das Stein brennen kann. Der Stein, besser gesagt. Okay, Freunde, allzu viel brauchen wir jetzt ja, glaube ich, nicht mehr von dem grauen Beton. Deswegen mache ich hier mal nicht so super viel. Denke, das sollte reichen, um das Ding fertig zu machen. Zack, zack, das ist ja auch schon ordentlich durchgebrannt. Warte mal, Leute, habt ihr das gerade gehört? Hä? Ich höre hier einen Villager. Warum höre ich hier einen... Hä? Hä, Leute, wo kommen hier die Villager-Geräusche her? Hä, hallo? Ach, da ist ein Händler. Moin, Meister, was machst du denn hier? Hä? Ich denke mir gerade, wo kommt der denn her? Boah, was kann man bei dem kaufen? Hirnkoralle, Glowstone, Maiklöckchen, Hopfischeimer, aha. Leute, der ist hier, der hat gutes Zeug. Der hat auf jeden Fall gutes Zeug am Start. Aber ist jetzt an sich nichts, was ich jetzt hier brauche von dem. Ey, der verkauft eine Blume für einen Emerald. Das ist ja Wucherpreise. Okay, Tropenfischeimer ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt Axolotls miteinander paaren möchte. Aber Leute, haben wir eh zwei davon. Brauchen wir nicht mehr. So, dann machen wir das Ding jetzt hier mal fertig, Leute. Zack, 1, 2, 3. Dann hier fängt wieder an. Wir machen immer so Dreierteile. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt setzen wir hier noch diese weißen Streifen rein, Leute. Und dann haben wir die Straße endlich mal an unser Haus angeschlossen. Wir können das eigentlich direkt auch mal noch zum Stannis neuem Grundstück machen, dass er natürlich auch eine Straßenanbindung bekommt. Ganz, ganz wichtig hier, Leute. Jeder in Paulberger Hills soll natürlich eine Anbindung zum Straßennetz bekommen. Boah, Leute, wir können auch gleich mal noch einen Termin mit dem Präsident machen. Mit Präsident Timmy, Leute. Könnte auch ganz lustig sein. Was, glaube ich, auch lustig wäre, Leute. Stellt euch mal vor, wir würden einfach den neuen Präsidenten entführen. Und hier kommt dann schön Bürgersteig hin, Leute. Also man kann sagen, was man will, aber das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Haben wir hier noch so einen schönen Erdrand hin, damit das hier nicht so komisch aussieht. Und let's go, Leute. So, Leute, schaut euch das hier mal an, was wir hier gebaut haben, Leute. Das sieht doch richtig nice aus, ja? Uns ist jetzt hier nur leider das Gestein, obwohl hier, nee, 20 Dinger haben wir noch, fast ausgegangen. Also ich will das hier komplett um die ganzen Straßen, soll hier so ein Bordstein sein, Leute. Sieht auf jeden Fall nochmal viel, viel besser aus. Habe ich auch hier schon am Eingangs, sage ich mal, am Anfang der Stadt gemacht. Sieht auf jeden Fall viel, viel hochwertiger und besser aus. Habe auch hier vorhin im Stream noch, Leute, habe ich auch hier so diesen Dorf Platz mal ein bisschen hier schöner gemacht mit dem Beacon hier so Wasser. Ich finde für meinen Teil, das sieht ganz gut aus. Da könnten wir sogar so Seelaternen reinsetzen. Stimmt, eigentlich müssten wir hier so Seelaternen hier innen drin reinsetzen. Das wäre noch krasser, Leute. Wir müssen gleich mal in so einen verlassenen Unterwassertempel gehen. Und Leute, ich wollte mal noch mit dem Präsidenten reden, Leute. Ich mache mal einen Termin beim Präsidenten. So, und zwar Präsident Timmy. Haben Sie Zeit für einen Termin? So, dann machen wir nämlich mal noch einen Präsidententermin, Leute, und fragen mal, ob er hier was für den Stadtbau dazu steuern möchte. Wenn er Präsident ist, kann er ja bestimmt hier noch ein bisschen ein paar Zuschüsse geben, Leute. Zack, boah, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Gestein, um das alles hier zu umranden. Aber das Ding ist, ich lasse ja auch noch ein bisschen was braten gerade. Klar, bin in lazy. Okay, dann treffen wir uns jetzt erstmal kurz mit dem Präsidenten. Vielleicht kann der ja noch ein bisschen Baumaterialien dazu steuern. Oh, Leute, Bruchpilot iCrimex. Oh, wir müssen gleich wieder landen. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Hey, die ganzen, wo sind denn die Pandas hin? Präsident Timmy. Hallo. Hallo, Präsident Timmy. Wo sind Sie? Wo sind Sie denn? Ich bin hier draußen. Ach, da. Ja, natürlich. Oh. Ja. Haben Sie einen neuen Beacon hier auf? Ich baue einen neuen Beacon hier auf, das ist korrekt. Oh, okay, das sieht aber ja gut aus. Aber aus komplett Diamant, nicht Schmalspur Eisen. Alter, okay, das ist krass. Das wird richtig heftig. Haben Sie denn so viele Diamanten? Ja, aktuell noch nicht. Das sind erstmal alle Diamanten, die ich gerade habe als Blöcke. Das sind richtig viele eigentlich. Alter. Oder drunter ist noch Gold, ne? Also komplett alles. Krass. Nur eine Reihe ist Eisen. Das ist krass. Ich wollte mal fragen, wir sind gerade beim Straßenbau in den Paulberger Hills und wollte Zuschuss bei der Regierung erbitten. Wir brauchen ein bisschen Finanzierung dafür. Wie viel brauchen Sie? Boah, wir brauchen, habt ihr noch ein paar Seelaternen, die ihr dazu steuern könnt? Seelaternen habe ich so aktuell nicht. Ich habe Sand hier und ich hätte diese Oak Leaves. Da habe ich auch noch ein paar von.
Die sind eigentlich auch ziemlich nice. Die sehen ganz schön aus, ja. Ich kann sonst Diamanten auch beisteuern, wenn sie wollen. Diamanten? Ja, Diamanten sind halt krass, aber brauchen wir jetzt an sie. Gold eventuell? Hey, hier brennt's, Junge! Hier brennt's, Alter! Wo denn? Ist da Feuer? Oha, da brennt's echt. Alter, hier ist ein Brand entstanden. Junge, hier ist ein Brand, Alter. Wo ist die Feuerwehr? Gibt's hier keine Feuerwehr oder was? Alter, was ist das denn? Warte, ich lösch das. Sehr gut. Oh nein, es hat nichts gebracht. Supermarkt. Alter, ich mach das mal wieder, Bro. So, ist weg, alles gut. Ja, ich hab's weggemacht. Ja, auf jeden Fall. Okay. Oder Präsident. Sehr merkwürdig, dass hier auf einmal Lava ist, ja. Für unser Denkmal. Willst du mich jetzt beschuldigen, oder was? Nein, ich sag nur, dass es merkwürdig ist. Warum? Was meinst du, Max? Nieder mit den Präsidenten! Ja. Ja, ich sehe es hier auf jeden Fall ein bisschen Aufruhr. Wir haben wohl auch ein paar Feinde, ne? Ja, leider. Aber das ist halt so, wenn man Präsident ist. Also ich sag's mal so, ich wollte auch noch ein Nebengewerbe, iCrimex Security, öffnen. Also wenn sie ein bisschen Sicherheit brauchen, Security-Schuss. Ja, das bräuchte ich auf jeden Fall, sonst Secret Service wäre schon was, sag ich Ihnen ehrlich. Also das kostet am Tag 10 Diamanten. Das ist kein Problem. Diamanten spielt hier bei Lazy Town keine Rolle. Okay, also dann bekommen sie aber wirklich auch den krassesten Schutz, den man kriegen kann. Kann man machen. Voll OP-equipped, mit Tränken, mit alles. Also wer sie dann angreift, der wird von mir weggehauen. Ja, kann ich dann schon mal einen Block im Voraus zahlen? Ja, können sie natürlich gerne machen. Alles klar, dann machen wir mal einen Block. Machen wir nicht 10 Diamanten, machen wir direkt 9. Block? Und okay. Dann, wenn sie wollen, dann werde ich sie beschützen einen Tag lang. Ja, das ist eigentlich gut. Dann baue ich nämlich noch später nochmal Diamanten ab. Aha. So, erstmal hier den Block. Zack. Dankeschön. Und Brauchen Sie die Goldblöcke hier? Jein. Weil wir bauen gerade ein Denkmal in der Stadt, bei Paulberger Hills. So müsste der sein. 5 auf 5. Das heißt, 25 Goldblöcke brauche ich. Oh, ich bin hier runtergefallen. Alter, was ist denn hier unten los? Das sollte kein Problem sein. Die haben wir easy. Hier sind ja richtig viele Monster. Hilfe! Warte, brauchst du Hilfe? Nee, alles gut. Okay. Ja, warte, dann nehme ich die mit und dann bedanken sich natürlich die Einwohner von Paulberger Hills beim Präsidenten für den Zuschuss. Okay, ja, ich werde jetzt auch noch das Büro erbauen für meinen Sicherheitsservice. Also wenn ich den Sicherheitsservice antreten soll, dann komm einfach zu meinem Casino. Da werde ich jetzt noch das Büro erbauen. Okay, sehr gut. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein weißes Haus. Ein weißes Haus. Für auch die zukünftigen Präsidenten. Ne? Ich muss noch schauen, wie wir das machen. Also ein Grundstück. Guck mal, so habe ich sie schon gerettet, Herr Präsident, gerade. Ja, so ein richtig schönes weißes Haushalt, ne? So wie heißt ich kann Washington ein Grundstück in Paulberger Hills absafen. Ja, das wäre super. Dann baue ich das da dann oder lass mir das bauen. Je nachdem. Ja, wie Sie wollen. Ich habe sehr viel zu tun gerade. Ja, das glaube ich. Ja, kommen Sie einfach für Grundstücke, so. Sicherheitsservice, für alles. Kommen Sie zu mir. Super, machen wir so, ja? Tschüss. Dankeschön, Bürgermeister. Tschüss. So, Leute, man muss sich natürlich auch immer gut mit dem Präsidenten verstehen. Wir haben jetzt 25 Goldblöcke einfach bekommen. Also Präsident Timmy ist auf jeden Fall spendabel, Leute. Der gönnt. Finde ich gut. Boah, ist das hier noch dunkel. Das sieht ja so Schmalspur aus. Das muss hier alles, die Stadt muss noch besser beleuchtet werden hier. Nicht nur der Paulberger Schriftzug. Weil guck mal, wir machen jetzt einfach hier den ganzen Boden. Machen wir jetzt hier aus Gold, Leute. Boah. Leute, das sieht ja richtig mächtig aus. Oh mein Gott, Leute. Ist ja voll nice. Oh, was willst du denn jetzt hier, Junge? Oh, weg mit dir. Und man könnte natürlich überlegen, ob wir jetzt hier so diese Randstücke... Oh, das sieht ja richtig heftig aus, wenn wir das hier so mit Gold machen. Das ist der Goldbrunnen, Leute. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Eingangsbereich erstmal. Kommt man hier in die Paulberger Hills rein, erstmal ein fetter Goldbrunnen. Das finde ich sehr gut, Leute. Oh nein, jetzt werden wir hier auch noch angegriffen. Mann, nachts ist hier immer so nervig, Leute. Aber Leute, ihr habt es gehört, wir haben was zu tun. Wir machen jetzt ja auch noch unseren Security-Sicherheitsservice, Leute. Das war gerade voll die schlaue Idee, Leute. Das war richtig Pfeifett. Dann beschützen wir den Präsidenten und kriegen immer Diamanten dafür. Nur die Frage, wo wir jetzt unser Büro reinmachen. Das könnten wir eigentlich hier drin machen, den Sicherheitsservice. Warte mal, ich werde das hier mal ein bisschen ausbauen. So, hier können wir erstmal unsere schönen Diamanten reinlegen. Zack. Dann kann man hier den Sicherheitsservice buchen, Leute. Dann gibt es komplett Schutz von mir. Ja, muss ja nicht groß sein. Mache ich hier so ein kleines Büro rein. Machen wir hier so ein kleines Büro rein, Leute. Das ist halt jetzt echt nicht so groß. Aber, ich weiß nicht. Wir bräuchten eigentlich noch so einen Meetingraum hier. Oder wir machen das natürlich hier unter der Treppe. Hier finde ich es doch nicht so gut. Dann stellen wir hier mal wieder den Geldautomaten hin.
Zutritt nur für Mitarbeiter, oder wir machen das irgendwo hier hinten. Oh, ich bin echt gerade überlegen, Leute. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall unser Acramic Security aufbauen. Das wäre eigentlich voll krass. Vielleicht auch hier unten einfach so. Hier unten für Besprechungen, dann kann man hier so reingehen. Ja, ja. Wir können uns ja mal noch was überlegen. Wenn ihr eine Idee habt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Dann gibt es da einmal das komplette Sicherungspaket von uns. Wer das bucht, der wird halt dann von uns beschützt, Leute. Da ziehen wir dann richtig unsere OP-Ausrüstung an. Und werden dann den Präsidenten beschützen. Stani schreibt im Chat, brauche Eisen, Herr Präsident, schenkt mal was. Oh Mann, ey, Leute. Also ich würde sagen, nächstes Mal bauen wir auf jeden Fall unser Casino so um, dass wir hier noch unseren Acramic Security Büro reinmachen. Aber jetzt würde ich hier erstmal noch ein bisschen das Straßennetz ausbauen. Hier im Stream habe ich auch heute den Geheimgang hier mal gebaut. Brauchen wir aber unbedingt noch ein bisschen, noch eine Sticky Piston, also ein Slime brauchen wir noch. Brauchen wir unbedingt noch ein Slime, damit wir da so einen Geheimgang bauen können. So, und hier hole ich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen Zuckerrohr mit. Zack, weil unser Casino verbraucht natürlich immer Zuckerrohr, ihr wisst doch, Leute. Wir müssten halt auch eigentlich echt mal so ein paar Laternen machen, um die überall in der Stadt zu verteilen und aufzuhängen, damit die Stadt natürlich auch immer schön beleuchtet ist. Boah, und Leute, wir machen mal noch direkt richtig viel Zäune, weil die brauchen wir für die Laternen aufzustellen. Holz haben wir zum Glück genug, vorrätig. So, Leute, jetzt, wo wir Bürgermeister sind, müssen wir natürlich immer an das Wohl der Stadt denken. Und deswegen fangen wir natürlich hier vorne erstmal an mit den Laternen hier schön am Eingang. Zack. So, noch eins hoch. Dann hängen wir hier so die Laternen dran, Freunde. Bam. Sieht doch gut aus. Was sollen wir jetzt noch höher machen? Ah, ich denke, das reicht. Ich denke, das reicht. Oder noch eins höher. Was sagt ihr, Leute? Ja, wobei, das reicht schon. Das reicht schon hier. Wir brauchen jetzt überall in der ganzen Stadt brauchen wir jetzt Beleuchtung. Haben wir hier nochmal was? Also mein langfristiges Ziel ist wirklich, dass hier keine Monster mehr sein werden in der Stadt. Ganz, ganz wichtig, Leute. Oh, was meint ihr, wenn man so einfach aufstellt? Einfach hier so draufstellen? Fände ich prinzipiell auch nicht schlecht, wenn das einfach so stehen würde. Finde ich, glaube ich, sogar besser als diese Laternen hier. Da habe ich irgendwie unnötig die Zäune gemacht, aber wenn man das so hinstellt, finde ich, sieht es irgendwie schöner aus. So, setzen wir überall hier mal an die Eckpunkte. Wir hier so Laternen hinsetzen. Zack, 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 wenn es hier in die Stadt reingeht. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So, dann hier das Straßennetz. So, hier die Autobahnverbindung steht auch. Sollten wir aber auch noch ein bisschen hier Bordstein hinmachen. So, Leute, hier haben wir jetzt auch nochmal die Straßenverbindung schön angepasst. Können wir auch nochmal hier ein paar Lichter aufstellen. Zack, zack, wenn man hier in die Stadt reingefahren kommt. Falls man nicht fliegen kann und zu Fuß unterwegs ist, Leute. Zack, das hier sieht noch ein bisschen Schmalspur aus. Leute, hier in Paulberger Hills werde ich höchstpersönlich dafür sorgen, dass hier nichts schmalspurhaft aussieht. So, stellen wir hier noch überall Laternen auf. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Laternen. Wir brauchen richtig viel Eisen dafür. Hier stellen wir noch was auf. Zack, und hier machen wir auch nochmal ein paar Lichter. Boah, Freunde. Nice, nice, nice. Ey, das wird, die Stadt wird zu krass. Die Stadt wird zu krass, Leute. Oh, was ich auch noch sehr, sehr gerne machen würde, wir müssen mal noch Straßennamen und so einfügen. Wir brauchen hier so ein richtiges Straßennetz. Und dafür brauchen wir natürlich Schilder. Also ich erlaube mir jetzt einfach mal in Paulberger Hills eine Straße auch nach mir zu benennen. Die iCrimex-Straße, Leute. Nur die Frage, wie bauen wir diese Schilder? Okay, also wenn man jetzt hier reingelaufen kommt, hier am Anfang müsste ja eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Orientierungspunkt sein. Oder beziehungsweise so, wie benennen wir immer so Straßen? Vielleicht hier. Hier so dran. Das ist eigentlich cool, Leute. Das ist eigentlich cool. Die Hauptstraße. Also eine Straße haben wir ja auch versprochen, nach Amir zu benennen. Können wir ja vielleicht irgendwie die Straße hier nehmen. Amir-Straße. Weil man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben das Amir ja versprochen, weil er so viele Eisenblöcke gespendet hat. Das ist die Amir. Die Amir-Allee. Amir-Allee. Das ist cool. Dann, wie sollen wir das hier nennen? Weißt du nicht, das hier ist die Hauptstraße. So, das ist die Hauptstraße. Alter, Leute, jetzt gibt es hier richtig Straßensysteme. Hier, der Teil, würde ich sagen, ist die Hauptstraße. Dann, das hier wird die iCrimex-Straße. Finde ich gut, Leute. Weil die iCrimex-Straße, weil die halt einfach die Straße ist, die zu meinem Haus führt. Macht Sinn. So, das ist die iCrimex-Straße. Wer hat das? Also LazyTown hat das auf jeden Fall nicht ein Straßensystem. Eine Straße werden wir auf jeden Fall auch nach Candy benennen. Candy kriegt auch seine Street, Leute. Oder einen Platz. Der Candy-Platz. Wir nennen ihn den Candy-Platz, weil man muss ja fairerweise dazu sagen, Candy war ja derjenige, der das Ganze hier entdeckt hat. Und deswegen heißt dieser Ort jetzt hier Candy-Platz. Also wir haben jetzt noch, welche Straßen können wir jetzt noch benennen? Hier die Straße. 1, 2, 3, 4. Also wir können noch ein paar Straßen benennen nach Ehrenbürgern. Kann man ja fragen, ob Leute irgendwie
da was spenden wollen. Dann kriegen die auch einen Straßennamen nach sich benannt. Aber da muss man natürlich auch ein Ehrenbürger dafür sein. Und hier will ja Stani nochmal sein Polizeirevier neues aufbauen. Dann ist hier in der Stadt auch schon einiges los. Boah, das Einkaufszentrum muss aber echt mal fertig werden. Ey, das geht so nicht. Also sind immer noch sehr, sehr viele Baustellen hier. Aber langsam wird's, Leute. Langsam wird's. Aber Freunde, ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Bürgermeister iCrimex ist auf jeden Fall jetzt am Start, Leute. Und wird dafür sorgen, dass Paulberger Hills immer richtig schön aussehen wird. Leute, ich habe eigentlich die Aufnahme gerade beendet. Aber Stani schreibt gerade, ich soll schnell nach LazyTown kommen, die Lage spitzt sich zu. Hä? Was denn jetzt noch, Leute? Ich raste da direkt hin, Leute. Ich verballer hier meine ganzen Raketen. Schnell, schnell, schnell. Ich muss da schnell hin, Leute. Gibt's jetzt hier Action oder was? So, was ist hier los? Ey, ey, Max, 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 die Lage spitzt sich zu. Was ist los? Ich sag dir ehrlich, Bro, was hier passiert, ist nicht mehr normal. Was ist denn? Ich war gerade hier, ich bin ja jetzt auf eurer Insel, ne? Ja. Und ich war einfach hier, gucken, was so Neues gibt, jetzt wo der neue Präsident ist, was es so Neues am Newsletter-Board gibt. Ja. Bro, lest dir das mal durch, die besorgten Bürger, was die geschrieben haben. Losertown, kommt alle zu Paulberger Hills. Hashtag LoserTimmy. Kriminalität steigt seitdem Timmy der... Alter, ich bin Timmy und ein Dulli. Mein Name ist Timmy, ich stinke. Nieder mit Timmy. LazyTown wird schlechter, seitdem Timmy da ist. Ich bin Timmy und baue Blockkrankenhäuser. Wer das liest, ist doof. Gezeichnet ein besorgter Bürger. Bro, und das, war sicher nicht du. Na, hä? Ich? Ja, ich frag ja nur. Nee, also, dass du denkst, dass ich auf mich so ein Niveau mich herablasse, bin ich schockiert. Ja, gut. Bin ich wirklich schockiert. Wenn du das sagst, dann, Alter, die Stadt geht echt... Bro, das sind besorgte Bürger aus der Stadt hier, direkt aus LazyTown. Die Stadt geht echt den Bach runter. Ey, und das gerade mal ein paar Stunden, seitdem Timmy hier... Bro, ich sag dir ehrlich, Paulberger Hills wird eh krasser. Digga, ich hab jetzt da übernommen, das Straßennetz gerade nochmal weitergebaut, das wird krasser. Ich bin so schockiert, Alter. Das ist hier, nach ein paar Stunden geht hier schon alles unter. Bro, und ich sag dir ehrlich, bau bitte ein Polizeirevier bei uns drüben. Ja, werde ich auch machen. Sag ich ehrlich, werde ich direkt... Ich helf dir sogar, lass das hier einfach abbauen und drüben aufbauen. 1:1. Wir bauen das einfach 1:1 rüber. Ja, könnten wir eigentlich machen, sag ich dir ehrlich. Gut, mach's gut. So, Leute, das war's jetzt aber wirklich gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute, euer Crimex.